Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Völkchen von Let's Play Bravely Default. Ja, wir stürmen jetzt nicht hier entlang, weil wir das nicht können. In diese Richtung und schau da oben entlang. Weil wir jetzt in Eternia sind. Und uns da den Bergpfad hochschlagen müssen. Zu diesem riesigen Golem. Was ich jetzt nicht sehr spaßig finde. Oh! Ach du Schande, sind das Alraunen oder so? Mandragora. Aha. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich bin mir aber schon irgendwie sicher, dass die feuerempfindlich sein werden. Feuerdunkel, Pflanze. Giftpulver, das ist... Gut, dadurch, dass wir alle schon vergiftet sind... Ach du Schande. Okay. Halt, mach mal... Oh, das Idea, da hat er kein... Warum verliert Idea so wenig Leben? Was hat sie denn? Sie muss irgendeine Fähigkeit haben, ansonsten könnte ich mir das nicht erklären. Dann... So. Ja, und du wurzelst sie mal weg. Okay, jetzt brutzelt er aber schön weg. Freundschützen. Na, wenigstens hat sie das gemacht. Aber sie scheint gegen Giftschaden immun zu sein. Also zumindest gegen Giftverursachende immun zu sein. Weil... ja... Ach, wir können hier wieder voll machen, wenn die wieder versuchen, die ganze Giftgedöse durchzumachen. So wie jetzt, kriegt er eh wieder 2 Punkte. Okay, dann brennen wir den nächsten ab. Komm, noch einer muss brennen. Und jetzt der Rest. Perfekt. Ach du Schande, aber... Also ist nicht wenig, was die geben. Nicht wenig. Aber ich bin so gut wie tot. Das ist... Also die Typen sind ja heftigst. Zum Glück habe ich kein Problem damit, Mana auszugeben gerade. Weil irgendwie habe ich genug. So. Alle auf gelbem Level, dann passt es. Und hier ist wieder irgendwas. Oh, ja. Gut, dann schauen wir uns diesen riesen Yeti an, den wir jetzt angehen. Das, klingt nicht gut. Und... Ohne etwas vorauszuahnen, würde ich mal sagen, wenn wir unsere Abwehr erhöhen, liegen wir nicht falsch. Frostschlag. Oh, stopp. Anorganisch Feuer, jetzt habe ich nicht gesehen. 60.000 hat er, okay. Dann Medica. Und nochmal. Okay, ich kann dich irgendwie nicht vor... Wie kann man Stopp wegmachen? Machen wir mal harter Kern. Gut.
Hier, dann plündern wir dich mal aus. Okay, sie ist wieder da und kann sich verteidigen. Und wenn Medica nicht gewirkt hat, was muss ich dann machen? Dann Aero, Vitra. Naja, machen wir halt mal hier jetzt noch den Angriff höher. Ach, Ringabel ist immun. Das hätte mir einer sagen hören. Ja, der hat nämlich dieses Autsch. Der hat dieses schöne Eisschild. Halt, Ringabel ist wieder da. Der kann doch gleich was machen. Und ich hoffe... Ah, ich habe noch alles auf Blitz gestellt. Das sollte ich auch mal umstellen. Aber jetzt, wo er da ist, kann er... mit Engel und... Vitra... doch mal ein bisschen... einheizen. Perfekt. Und dann noch, bevor Agnes drankommt. Okay. Verteidigung. Das ist, wird jetzt zumindest keine so schwere Sache. Du kannst eigentlich weiter drauf feuern, weil durch die Tatsache, wenn er irgendeinen Status abkriegt. Ach so, sie wird hier jetzt gegen das Element immun. Ja, damit könnte ich ihre Verteidigung erhöhen. Hat er jetzt eigentlich geplündert? So. Gibt nichts zu stehlen, okay. Nee, das braucht man nicht. Kann mich eigentlich wieder verteidigen. Ja, genau. So, jetzt kriegt er zwar seine 2 BP, aber das bringt mir nicht wirklich was. Oh. Okay. Scheint so, als wäre das wieder gelöst. Fragt mich jemand warum, aber... naja. Autsch. Dabei wollte ich mich doch gerade hochheilen. Hä? Ich komme nicht mehr ins Menü. Ach so. Da. Okay, die Hälfte haben wir jetzt schon runter. Dann brauchen wir ja nicht mehr so viel. Dann machen wir das. Und das brauchen wir. Naja, immer, dass man nicht irgendwie seine Prioritäten setzen kann. So. Okay. Okay, also 7000 ist schon mal ein Wort, aber dass er einfach so ein Tiss umhaut, ist nicht so toll. Hier. Ach so, ja, ich habe wieder den... das Buffen fehlt. So. Also erstmal Engel, dann das Special. Dann können wir nochmal singen. Oh, das ist natürlich nicht gut. Der hätte ruhig auf Ringabell schlagen können. Boah, 200 MP regeneriert ist. Deswegen haben wir damit so wenig Probleme. Da.
So. Und schwächen wir den Gegner. Okay, das sieht jetzt zumindest mal gut aus. Blitzschwächung hat er jetzt. Ah, und ein paar andere Schwächungen, das ist gut. Verteidigt euch. Feuer ab. So, jetzt können wir wieder angreifen. Also ich finde die Kombination meiner Charaktere finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Zwei, die physisch angreifen. Eine, die im Prinzip nur dauerhaft auf Unterstützung getrimmt ist. Und einer, der ziemlich mit der Magie gut reinhaut. Gut. Jetzt dürfte eigentlich mit 13.000 dürfte eigentlich gut möglich sein, ihn wegzubrennen. Ich frage mich nur, wann unser lieber Tiss hier mal wieder was macht. So, Fähigkeit Protus. Perfekt, das schaffen wir. Okay, jetzt ist das zwar eingefroren, aber das ist nicht schlimm. Wir haben den Kampf trotzdem gewonnen. Ja, zwei große Gegnerwellen geschafft. Das war, glaube ich, ein Boss oder sowas. Und es ging eigentlich ziemlich flott. Aber 500 Jobpunkte ist ein Wort. Turboäther und Polarwind. Ha, das ist die größte Verteidigung, die Eternia hat. Da lache ich mich ja schlapp. Gut, dann kannst du mal wieder Ritter werden, Schwertmeister. Zu den Fähigkeiten, nee, das lassen wir mal. So. Und was haben wir hier noch? Nichts. Oh Mann, sie stehen auch noch da, während wir da die 2 Stunden gekämpft und gelaufen sind. Für die Weißmagie-Leitung? Okay, jetzt wird schweres Gerät aufgefahren oder schwere Geschütze. Erstmal hier. Mach auf. Okay. Betreten wir die Stadt. Eternia, Land der Unsterblichkeit. So.
Judea. This is the land of your birth. It is. Then how about a rundown of the popular date spots? I'll escort you to whichever you wish. Actually, I'd rather not. Okay. This city is unlike any I have seen before. It is a curious town indeed. Yet I hadn't noticed till I'd been away for some time. Idea, what are those stretching toward the city from up on that cliff over there? Those are the white magic cables. Within them flow energy waves that amplify the effect of white magic. The cables stretch between healing towers throughout the city, allowing patients to receive the latest treatments. That is why few in this land die of illness or disease. The people live in good health everlasting. Appearances would indicate otherwise. Waves that amplify the effect of white magic. Is such a thing truly produced here in this land? Well, the more precise term would be extracted rather than produced. Before I left Eternia, I was thankful for their beneficence. I harbored not a doubt in my mind. But now... Idea, from where does this cable... Idea? I thought that might be you! It's been ages! We were classmates at the Officers Academy! Oh! I was worried when I heard you'd been assigned to the Sky Knights. What a relief to see you safe and sound! Oh, and I heard about your mother, too! My mother? Has something happened to her? Nobody told you? She was recently admitted to the Central Healing Tower. The Central Healing Tower? What happened? You really have no idea, do you? Well, you better go pay her a visit then. Der zentrale Heilturm, das klingt nicht sehr gut. Naja, wir werden uns aber damit erst in der nächsten Folge beschäftigen können. Bis dahin, auf Wiedersehen!